Hier ist Dora von Doras Corner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, das ist ganz schön bunt heute auf meinem Tisch. Das hat einen Grund. Einen Grund, der auch zum Feiern genutzt werden kann. Und zwar, es gibt nun endlich den neuen Mini-Katalog. Der ist gültig von Januar bis Juni 2020. Enthält wunderschöne Produkte. Ich werde jetzt den nicht durchblättern, weil das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ihr könnt auf meinem Blog nachschauen. Ich habe einen Link zu dem digitalen Katalog hinterlegt. Und außerdem könnt ihr den im Papierformat gerne bei mir bestellen. Sagt einfach Bescheid. Wie gesagt, auf meinem Blog findet ihr weitere Informationen dazu. Und der Grund zum Feiern ist, dass wir die Celebration haben. Und diese ist in dem Zeitraum 3. Januar bis 21. März 2020 aktiv. Und was bedeutet das? Also wenn du ein beliebiges Stamping-Up-Produkt aus dem Mini-Katalog oder dem Hauptkatalog, den gibt es ja auch noch, der ist auch bis zum Juni gültig 2020, wenn du also Produkte erwirbst, kannst du für je 60 Euro Bestellwert, zuzüglich Versandkosten, ein Celebration Gratis-Produkt auswählen. Und dazu gibt es nach oben keine Grenze. Das heißt also, wenn du für 120 Euro Produkte bestellst, kannst du zwei oder ein Produkt, je nachdem, dir gratis dazu aussuchen. Warum je nachdem? Weil es gibt hier eine Kennzeichnung, die ihr beachten müsst. Wenn du für 60 Euro bestellst, dann kannst du dir nur die mit diesem lilanen Symbol gekennzeichneten Produkte gratis dazu aussuchen. Wenn du aber schon bei 120 Euro Bestellwert liegst, dann kannst du dir auch andere Produkte, wie zum Beispiel hier Standsform Seerose oder aber hier diese Stanze kleine Blüte aussuchen, das erste Mal glaube ich eine Stanze dabei und so weiter und so fort. Also das erkennst du hier anhand der Symbolik. Und wenn du aber noch mehr bestellst, zum Beispiel 180 Euro, dann kannst du das natürlich kombinieren. Du entscheidest selber, ob du drei Gratisprodukte, die mit dem 60 Euro gekennzeichnet sind, oder ein mit 60 und ein mit 120 Euro gekennzeichnetes Produkt auswählst. Also da sind wirklich wunderschöne Produkte drin. Und guckt euch das an und ich verrate noch ein kleines Geheimnis. Es wird ab dem 3. März noch mehr exklusive Celebration Gratis-Produkte geben. Aber Achtung, der Vorrat ist begrenzt. Also die Artikel sind daher eventuell bereits vor dem Aktionsende ausverkauft. Und erwähnenswert ist, dass der Zeitraum zwischen dem 3. Januar und 31. März prädestiniert ist, als unabhängiger Stamping-Up-Demonstrator einzusteigen. Hier ganz kurz, unabhängige Stamping-Up-Demonstratoren helfen anderen flexibel und mit viel Spaß die Freude an der Kreativität zu erleben. Dafür erhalten sie Provisionen auf die Produkte, die sie verkaufen und Preisnachlässe auf alles, was sie für sich kaufen. Ja, das ist das ganze Prinzip und gleichzeitig können neue Beziehungen geknüpft werden, man gehört zu dieser großen Stamping-Up-Familie. Und wie geht das? Wie kannst du einsteigen? Ganz einfach, jetzt und vielleicht bei mir. Und was bedeutet das genau? Wenn du für 129 Euro dein Startset bestellst, das bedeutet also, du wählst dir ganz persönlich und individuell deine Produkte, die dazu gehören, zusammen und bestimmst also ganz alleine, welche du bekommst. Und das Tolle ist, dass du nur die 129 Euro zahlst, kannst dir aber Produkte im Wert von 175 Euro aussuchen. Ja, 175 Euro. Und Stamping Up legt dazu noch einige Geschäftsmaterialien dazu. Und der absolute Knaller und das aktuelle Einstiegsangebot ist, dass jeder, der sich dafür entscheidet, bis zum 31. März 2020 mit einzusteigen, erhält noch darüber hinaus eine Mini-Papierschneidemaschine, eine Mustersammlung von Designerpapieren. Das sind so doppelseitige Designs, das sind insgesamt 48 Blatt, je 4 in 12 Designs und ein beliebiges Stempelset.
allerdings kein Stempelset aus der Celebration und Gastgeberin-Broschüre oder Set. Das heißt, also du kannst dir wirklich dann irgendeinen aus dem Hauptkatalog, der den höchsten Preis hat, aussuchen und bekommst den auch noch gratis obendrauf. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Außer ich lade euch herzlich ein, bei mir im Team als Demonstrator einzusteigen. Es gibt viele Möglichkeiten, als Demonstrator tätig zu werden. Also vom Eigenbedarf-Demonstrator bis zum Fulltime-Job. Und du entscheidest ganz alleine, was du möchtest. Du musst nur ein paar Bedingungen beachten, die erfüllt werden müssen. Aber ich kläre dich gerne auch dazu auf, wenn du Rückfragen hast. Schau auf meinen Blog unter dem Menüpunkt Standing Up, Demonstrator werden oder kontaktiere mich gerne per E-Mail. Und dann gehen wir alles zusammen durch. Und ich habe heute aus der wunderschönen Produktreihe, die ihr auf der Seite 54 findet, mit Stil und Klasse, etwas vorbereitet und diese Produktreihe hat mich wirklich absolut beeindruckt. Es gibt vielseitige Möglichkeiten, ein Stempelset, wahre Klasse plus die dazugehörigen Stanzformen, so stilvoll, miteinander zu kombinieren. Und das geht von Erstellung eines kleinen Päckchen, das ihr vielleicht schon gesehen habt bei mir auf Instagram, vielleicht auch das Video dazu gesehen oder werdet ihr sehen. Ich weiß noch nicht mal, wann ich das poste oder gepostet habe. Und dann natürlich diverse Karten. Karten mit einem tollen Papier, das dazugehört. Und bevor wir hier nur mit Katalog arbeiten, zeige ich euch hier dieses Papier aus der Reihe, wunderschön, ist wie immer doppelseitig und enthält sowohl Motive mit Blumen als auch hier so stilvoll halt mit Taschen, mit Schuhen, mit Schminkartikel. Und ich finde, das ist total toll, um Frauenkarten, Großkarten, Geburtstagskarten zu machen. Und das ist das, was ich vorbereitet habe. Ist simpel, wirkungsvoll aus meiner Sicht. Also ich stehe gerade auf diese simplen Designs und habe mir das jetzt so zusammengestellt und würde euch gerne auch mehr oder weniger in diesen monochromen Farben, also in einer Farbe nicht zu viel zu bunt kreiert. Das möchte ich euch zeigen. Wir werden natürlich ein neues Papier dazu nutzen, damit es nicht so langweilig ist. Und ja, lass uns einfach loslegen. Die Produkte liegen ja schon hier. Die habe ich ja schon genannt. Stempelset, Stanzen. Dazu braucht ihr dann noch etwas Altes, und zwar lagenweise Kreise, einmal gewellt und einmal als ganz normaler Kreis. Dann habe ich hier noch so facettierte Glitzersteine, die gehören zu der Serie von Herzen, hier ausgelegt. Bei dem Papier würde ich direkt das erste mit dem Pünktchen gleich nehmen. Und was wichtig ist, wir werden uns heute die Sachen selber kolorieren. Und zwar mit den Stamping Blends, das sind die Alkoholmarker, deshalb braucht ihr ein Memento Stempelkissen in Schwarz. Memento, damit das nicht verwischt. Und die Basiskarte habe ich schon vorbereitet, klassisch DIN C6. Darauf kommt eine Auflagekarte, die genau 5 mm kleiner ist, so dass hier so ein minimaler Rand entsteht. Wir brauchen dann auch noch mehr vom Schiefergrau und Weiß. Das werden wir gleich noch nutzen. Und ich fange damit an, noch eine Auflagekarte. Ja, das, wenn dir das zu viel ist, kannst du das natürlich minimieren und die Weiße halt eben rausnehmen. Ich mag das aber gerne, wenn das noch einen Rand hat. Ja, könnte Papierverschwendung nennen, aber so ist das, wenn man so eigenen Ansprüchen gerecht werden möchte. Also ich mache das ja total easy. Ich nehme einfach Bleistift, markiere mir hier Pi mal Daumen, wo diese 2,5 mm oder weniger abzuschneiden sind.
nehme mir meinen kleinen Papierschneider, den es jetzt also bei Stamping Up auch gibt. Und wenn du als Demonstrator einsteigen möchtest, kannst du dir also auch gönnen, beziehungsweise den bekommst du gratis dazu. Wir Demonstratoren müssen wir den kaufen, aber da ich diesen alten noch habe von einem Fremdhersteller, tue ich das jetzt momentan nicht. So, wir können ja hier schon loslegen. Ja, die andere Seite ist auch wunderschön. Das sind tolle Blumen. Das ist aber etwas, was wir jetzt hier leider bedecken müssen. Und eventuell als Idee für andere Karte dann aber das nächste Mal auswählen können. Also was ich jetzt hier mache, ist natürlich wie immer hier diese Lagen miteinander zu verbinden. Ja, einmal hier diese Auflagekarte ganz schnell. Ja, ganz schnell. Ich bin irgendwie dusselig gerade, ne? Also ihr merkt das, ich will schnell, schnell, aber das ist eigentlich nicht meins, schnell, schnell. Normalerweise mache ich das schon recht genau. Deshalb muss ich ein bisschen das Tempo rausnehmen. Ich will allerdings nicht, dass das Video ewig lang wird. Na, ich habe ja schon im Eingang so viel gequatscht und wir haben ja noch hier einiges zu tun. Dennoch, ich werde mich jetzt bemühen, hier ein bisschen genauer zu arbeiten. Genau, das zusammen kommt jetzt auf diese Schiefergrau-Karte. Ich finde die Farbe einfach schön. Mag ich gerade ganz, ganz gerne. Na, schnell mal eben hier verschieben, damit die Ränder hier gleichmäßig sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde das fast schon unästhetisch, wenn die Ränder hier nicht richtig schön sind. So, mir ist hier ein bisschen Tombow rausgekommen bei meiner Kleckerei. Das nehme ich mit einfachem Radiergummi weg. Also bei mir funktioniert das ganz gut. Früher gab es so, ich weiß nicht, vielleicht gibt es denn jetzt nach wie vor von Tombow so einen Radierer, der diese klebrige Masse, die sich ansonsten sehr schwer lösen lässt vom Karten, wenn du da nicht aufgepasst hast, einfach wegnimmt. Ja, was kommt als nächstes? Wir brauchen jetzt in Schiefergrau einen Kreis. Der Kreis hat einen Durchmesser von 7,5 cm. Das kurbele ich mal eben schnell durch die Big Shot. So, da ist unser Kreis. Und hier haben wir diesen gewellten aus den lagenweisen Kreisen. Und der hat ein bisschen weniger als die 7,5 cm. Lass mich das einfach mal ausschneiden und dann zeige ich dir das, wie das aussieht. So, das nehmen wir mal weg, weil ich glaube, das spiegelt hier fürchterlich. So, wenn man das übereinander legt, sieht das so aus und ich finde das richtig toll. Das passt perfekt. Ich werde also erstmal, damit wir ein bisschen vorankommen, hier schon mal diesen Baumkreis auf die Karte setzen. Dabei habe ich jetzt darauf geachtet, dass der Abstand oben und rechts und links ungefähr der gleiche ist. So, die wollte ich nicht wegschmeißen. Im Gegenteil, die wird ja verwendet. Und diese weiße kommt also oben drauf. Na, jetzt machen wir mal eben mal zu. Hier schön mittig zentrieren. Und draufkleben. Hier sehe ich schon wieder irgendwie ein bisschen von dem Kleber. Wahrscheinlich, weil ich hier noch ein bisschen davon auf dem Finger habe. So, und das ist im Prinzip so die vorbereitete Basis dafür. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen uns dieses Stempelset, Ware Klasse, und legen uns insgesamt drei Sachen raus. Einmal den Lippenstift, einmal den Schuh, einmal das Parfüm. Und wir brauchen noch den Spruch, und zwar,
Das Leben ist kurz, gönn dir was. Finde ich total klasse. So, und dazu passend werden wir hier nochmal ein paar Stanzen aus dem Stanzset so stilvoll, kann ja also gemeinsam in einem Produktpaket erworben werden, raussuchen. So, das ist übrigens dieses Päckchen oder diese Tasche, die man rausstanzen kann. Das ist so eine Mini-Tasche, ist auch total schön. So, dann nehmen wir uns das Papier, was ich hier schon verwendet habe. Und ja, den Spruch, den kann ich mir schon mal hier drauf kleben. Das hätte ich vielleicht auch schon vorbereiten können. Aber mit euch zusammen macht das natürlich viel mehr Spaß. So. Eigentlich ist das egal, ob das schief ist oder nicht, weil ich in dem Moment das eigentlich nur stanze und noch gar nicht stemple und gar nicht stanze und gar nicht ausrichte. Das ist total Wumpe, weil das ja noch halt rausgeschnitten wird. So, dann haben wir einmal die Parfümflasche. Zack, fertig. Legen wir schon mal zurück. Dann haben wir Lippenstift. Zack, fertig. Dann haben wir den Schuh. Und zwar den brauchen wir zweimal. Eins, zwei. Perfekt. Fertig. Und den Spruch. Den können wir uns auch gleich mal hier unten drucken. Ah, ich glaube, der ist ein bisschen schief. Ich habe den beim Drauflegen ein bisschen gebogen. Deshalb muss ich das mal eben wiederholen. So, das ist perfekt. So, einmal dicht. Jetzt brauchen wir die Alkoholmarker. Stamping Blends. Ich finde die einfach grandios. Ich habe mir hier ausgesucht, ach ja, natürlich vergessen, dass ich hier auch noch in Schiefergrau, also es gibt immer ein Produktpaket dunkel und hell, könnt ihr auch einzeln erwerben. Also wir brauchen Schiefergrau, wir brauchen Kussrot und wir brauchen Kürbisgelb. Ich fange mit dem Schiefergrau an und achso ja, wir brauchen natürlich noch den Farbaufheller. Legen wir hier nochmal. Ich fange mit der hellen Schiefergraufarbe an und betrachte hier so ganz bisschen von dem Verschluss des Parfüms, so ganz leicht an der Seite. Das soll so ein bisschen ja, die Konturen hier verdeutlichen. Und das soll diese silberne Innenleben, das silberne Innenleben des Lippenstiftes sein. Das behandle ich auch einmal komplett mit der schiefergrauen Farbe. Ach ja, habe ich noch etwas vergessen. Und zwar hier das Etikett von dem Parfüm. Dafür nehme ich auch mal komplett schiefergrau. Ja. Und dann nehme ich mir das dunkle Schiefergrau. Und gehe hier nur so ein bisschen rein. Ja. Und auch hier eine Schattierung machen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, sorry, wahrscheinlich nicht. Ich bin jetzt nicht die Malexpertin. Jetzt nehme ich nochmal das Helle und verblende das an der Stelle so ganz leicht, damit das eine Einheit ergibt. Ja. Wenn das trocken ist, dann könnt ihr sehen, was passiert. Ne, wenn euch das nicht gefällt und irgendwie die Übergänge noch irgendwie komisch sind, dann kann man ja hier noch so ein bisschen mit dem Farbaufheller noch weiter ja, das bearbeiten. Aber ich glaube, das ist genau der Effekt, den ich haben wollte. Und zwar sieht das so aus. Ja, ihr seht, das verbindet sich miteinander und ergibt doch recht homogene Fläche ohne diese Kanten zwischen den Farben. Ja, dann haben wir hier die Hauptfarbe. Das ist jetzt
Kürbisgelb, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich die Farbe, aber ach ja, wieso nicht mal ein bisschen schriller. Und hier gehe ich genauso vor. Also ich würde komplett hier diese Parfümflasche innen ausfüllen. Da auffüllen mit dieser Farbe. Und auch hier unten den Halter des Lippenstiftes. Meine Hand zittert. Warum denn eigentlich? Und auch die Schuhe. Wie ihr seht, ich mache jetzt noch gar nichts mehr. Also sprich, ich schattiere da ja noch gar nichts. Ich fühle einfach diese Stempelabdrücke komplett mit der gleichen Farbe auf. Und den zweiten Schuh genauso. Frag mich nicht, wieso meine Hand hier gerade so ein bisschen zittert. Vielleicht, weil ich zu viel Kaffee getrunken habe. Das kann natürlich sein. Ich mache das noch nicht zu. Jetzt wollte ich euch zeigen, das ist total unspektakulär. Ja, ist nichts Besonderes. Jetzt merke ich, dass ich mir hier den Spruch verwischt habe. Ganz toll habe ich das gemacht. Muss ich mir gleich nochmal stempeln. Genau, so jetzt nehme ich also das Dunklere. Genauso wie bei dem Grau möchte ich hier einfach so ganz bisschen ein paar Schatten erzeugen. Ja, seitlich hier vielleicht. Wie gesagt, realistisch ist was anderes. Und hier bei dem Schuh einfach mal hier von oben, wenn man schaut, dann ist vielleicht die Farbe etwas dunkler bis in die Spitze. Dann läuft das so ein bisschen heller aus. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Es muss nicht so genau sein, aber bei den Schuhen würde ich jedenfalls das so recht, also gleich gestalten. Also jetzt sieht man die Kanten, das ist vielleicht nicht so wahnsinnig schön. Deshalb nehmt man nochmal das Helle und verblendet man es an dem Rand. Ja. Hier bin ich ein bisschen über den Schuh hinaus rausgefahren und hier an diese Stelle. Und dazu kann ich diesen Farbaufheller nutzen und kann die Farbe da an der Stelle damit wegnehmen. Muss nur warten, bis das trocknet, weil im Moment, wenn ich das gemacht habe, ist da so ein weißer Fleck. Also weiß nicht, so ein nasser Fleck. Und der wird verschwinden, sobald das getrocknet ist. Ja, und jetzt nehme ich nochmal Kuss Rot. Und immer gucken, dass die Dinger wirklich zu sind, damit sie nicht austropfen bzw. das Alkohol daraus verdampft, weil dann funktionieren sie natürlich nicht mehr. So. Und hier wieder das gleiche Spiel mit dem Dunklen hier. Einfach mal ein bisschen die intensive Farbe mit reinnehmen und hier einmal verblenden. Und dann hat man diese richtig tollen Schattierungen. So, die guten brauchen wir nicht mehr. Und solange ich hier noch was in der Hand halte, würde ich mir jetzt nochmal den Spruch stempeln und zusehen, dass ich das nicht schon wieder hier verwische. So, hier ist noch Platz. Das sieht gut aus. Und jetzt machen wir einen kleinen Break, weil ich das mit diesen Stanzen hier, mit meiner Big Shot ausstanze. Und dann bin ich gleich wieder bei euch. Bis gleich. Tada! Ich bin wieder zurück. Die Stanzarbeit ist vollendet, wie ihr sehen könnt. Und jetzt setzen wir das Ganze zusammen. Wir brauchen einmal kurz Dimensionals und Glue Dots. Ich fange mit dem Glue Dot an und
setze den hier irgendwo unten in der Ecke. Und jetzt habe ich gedacht, ich nehme wieder mal diesen Faden oder den Metallic Garn, weil ich die recht cool finde, und lege die wieder so wie eine von meinen vorherigen Videos so dreimal übereinander und schneide den Rest ab. Und das, wo ich hier das zusammengehalten habe, wird hier an diesem Glue Dot aufgeklebt. Und dann haben wir hier als Endeffekt diese drei so quasi so Kreise, in die ich die Objekte dann gleich reinsetze. Und zwar haben wir bei der Parfümflasche, ja nicht wundern, die sehen ja, die Sachen sehen ja von hinten so aus. Die Parfümflasche, die können wir uns mit den Dimensionals schon aufkleben. Ja. Und zwar würde ich das so gar nicht so gerade, sondern leicht. Oh, meine Nachbarn, die werken offensichtlich. Man hört irgendetwas. Nicht irritieren lassen. Genau, ich würde also hier so leicht schräg diese Parfümflasche aufkleben. Die Schuhe, die nehme ich und verklebe sie leicht, so dass sie quasi so hintereinander stehen. Das heißt, ich nehme hier an der Stelle wieder unseren Tombow und setze das hier zusammen. Bisschen Kleber und einfach hier so von hinten, vielleicht, dass die Spitzen hier gleich zulaufen in eine Richtung. Ich weiß es nicht, was da realistischer aussieht. Ich glaube, das ist so in Ordnung. Das ist das eine, und dann drehen wir uns das mal um, und da kommen auch wieder Dimensionals rauf. Ich habe hier so ein paar Reste, die ich vielleicht hier noch irgendwo mit einbaue. Das muss ja auch gemacht werden. Würde also hier 1 und 2 und auf die Schüchen auch noch ein paar. Hier einmal hier. Das müsste, glaube ich, soweit reichen. Genau, dann kleben wir wieder diese Schutzfolie ab oder nehmen wir die runter. Ich nutze dazu gerne die Pinzette. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Bei dem Lippenstift achte ich darauf, dass dieser gerade ist. Zack, gerade. Und jetzt kommen die Schuhchen mit den zwei dicken Dimensionals. Und die sind hier ein bisschen weiter nach unten versetzt. Und vielleicht einfach darauf achten, dass die Hacke hier, die Spitze nicht irgendwie außerhalb der Karte ist, dass die vielleicht mit dieser einen Auflage endet. So sieht das aktuell aus. Dann haben wir noch unseren Spruch. Da setzen wir auch nochmal 2 Dimensionals drauf. Easy. Einmal abmachen und draufkleben. Zwar positioniere ich das einmal mittig hier unten. Na, ist hier wieder ein bisschen von dem Kleber. Ihr seht das wahrscheinlich nicht. So, hier so sieht es übrigens aus der Nähe aus. Und jetzt dieser Spruch, der wird hier, ja, möglichst mittig aufgeklebt, also mittig hier oben unten zu diesem runden Kreis. Da helfen die Dots, die optimale Ausrichtung zu finden. Und als Abschluss
Ich möchte gerne meinen Tombow abschließen. Genau, Abschluss. Nehmen wir uns diese facettierten Akzente. Und zwar, weil das ja aus einer ganz anderen Serie ist, suche ich mir etwas, was farblich hier passt. Das ist mir, glaube ich, zu knallig. Ich würde vielleicht die ganz hellen nehmen. Ja, ich glaube, die sind so ein bisschen wie orange. So, 5 Stunden später, ich entscheide mich hierfür. Dieser hier. Und klebe die anstelle der bereits vorhandenen Dots. Ja, irgendwie bin ich noch nicht zufrieden, ihr merkt das schon. Ich glaube nämlich, ich nehme die alle in der gleichen Größe. Ja, das finde ich besser. Warum nicht? Genau, ich nehme die aber trotzdem jetzt erstmal runter. Und ich mache das mit dem Tombow. Ihr könnt dafür einen Präzisionskleber nehmen. Ich mache hier einfach nur so ein bisschen Kleber. Warte, bis das leicht angetrocknet ist. Und dann setze ich die Steine einfach drauf, damit es ein bisschen mehr symmetrisch ist. Wie gesagt, setze ich die auf die bereits vorhandenen Punkte auf. So, jetzt erstmal ein bisschen warten, la la la. Genau. 1, 2, 3. Ja, man kann den mit Finger, ohne es zu verschieben, weil dann verschiebt sich natürlich das auch mit dem Tombow und dann haben wir vielleicht Kleberschlieren. Das möchten wir nicht, also seid vorsichtig. Und tada! Unsere Karte ist fertig. Ich finde die total süß. Man kann ja sich ja auch ein bisschen loben. Ne? Ja, wie gesagt, also die Farbe ist gewöhnungsbedürftig, ich weiß es, aber manchmal erlebt man auch kleine Überraschungen, wenn man ein bisschen was anderes verwendet, dass es was Besonderes ist und ich mag gerne experimentieren und dieses Mal ist das dabei rausgekommen. Ich hoffe, es sagt euch zu. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln. Vielleicht mögt ihr das auch nachbasteln und dieses Produktpaket gefällt euch ganz doll. Also ihr könnt die Sachen auch bei mir bestellen. Wie ihr das machen könnt, steht auf meinem Blog. Ist ganz einfach. Ich habe einen Webshop, wo ihr die Produkte euch aussuchen könnt und nach Hause geliefert bekommen könnt. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie ihr die Produkte bekommen könnt, dass ich diese euch sende und ihr sagt nur, was ihr haben wollt. Aber das lest ihr bitte genau auf meinem Blog nach. Und ja, was soll ich sagen? Viel Spaß bei der Celebration und beim Basteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!